Oh, da hat der Brom dort direkt am Start der Folge ein Foto gemacht. Das ist aber schön. Pappsatt. Ja, ich bin auch pappsatt, aber wir müssen Was weiter. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben, wenn er ein Embargo der Niffen umgehen kann. Ein Künstler in allen Lebenslagen, was? Das hatten wir doch schon. Habt ihr schon gepackt? Ja, wir sind bereit. Wenn du bereit bist, dann bist du auch. Dann sind Mensch, wir alle das Schiff bereit. Fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Erst morgen. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Ach gut. Galdin Kai. Was? Wir durften jetzt im Hotel übernachten? Geil. EP mal 2. Geil. Oh. Krass. Krass. Okay. Nicht schlecht. 3 Bilder gab's. Oh, das ist nicht schlecht. Das. Wo ist denn das? So macht man das. Ach, war schon cool, wie du dich übers Schlachtfeld warpst. Das finde ich auch cool. Ja, von denen finde ich jetzt die Bilder, die jetzt. Naja, sind okay. Aber der hat doch eben noch ein Bild von Ignis gemacht. Das ist jetzt komischerweise nicht mehr dabei. Vielleicht sah das einfach nicht gut aus. Hat er direkt gelöscht. Speichervorgang. Und es geht weiter in der Story. Alle Mann aufstehen. Oh. Nano. Der Sturz. Das Königreichs. König ist gefallen. Verdammt. Das hat man ja schon in Kingsglaive gesehen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Noct. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Oh, oh. Was ist? Na, du Scheiße. Es steht doch in den Zeitungen. Was denn? Ach, du Scheiße. Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Das Insomnia. Warum hat Vater uns dann nach Altissia? Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh.
alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Verdammt. Ach du Scheiße. Oh, verdammt. Jetzt ist das Königreich gefallen. Boah, Heimat. Ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist, sich auf den Weg dorthin zu machen? Vor allem diese Riesenwesen, die da einfach diese Stadt zerstört haben. Boah, also wer den Film wirklich noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch einfach an, das ist... Boah. Nach Insomnia begeben. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. So wie der Waffenstillstand. Noctis ist sauer, aber wer kann ihm das schon verübeln? Ach du Scheiße. Da oben herrscht auch reger Verkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie ME. Magitek-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Da geht er hin. Seht doch! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Ob es da eine Ausweichroute gibt? Ich wage es im Zweifel. Die Klippe von Insomnia erreichen. Ich glaube, uns wird nicht gefallen, was wir da zu sehen bekommen. In der Nähe ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Das willst du nicht sehen. Das willst du doch gar nicht sehen. Ja, wir müssen hin. Imperiale Soldaten. Mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf wetten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Ja. Was? Noch mehr? Du stirbst. Wir müssen weiter. Scheiße.
Oh, ein Scharfschütze. Das ist gerade ein bisschen viel. So, einmal kurz. Alter, der hat uns sofort gesichtet. Einmal hier kurz in Deckung gehen. Wir brauchen einen Plan. Was? Weg mit dir. Das ist so wieder. Weiter. Das probieren wir auch noch aus. Sorry. Karren die ihr ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Rauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Scheiße. So behaupten. Wenn wir noch was. Dann einmal kurz aufladen und zurück. So, die werden jetzt aus. Boah. Verdammt, 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 verdammt. Auf zum Riegel. Schnell. Bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. Los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Der König ist tot. Das ist kein Leben. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Aufgabe abgeschlossen, aber naja, schlechte Vorboten, wie schon der Titel sagt.
das letzte Bild, bevor die Nachrichten kamen. Ich speichere das mal eben. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Kapitel 2. Ahnenforschung. Über Nacht ist die letzte luzische Bastion, die prächtige Hauptstadt Innos, im Insomnia gefallen, Alter. Noctis und seine Gefährten lassen ihre Heimat hinter sich, um in Hammerhead Antworten zu finden. Jetzt sind sie so weit gereist und Mann. Wo führt uns das alles noch hin? Und es lädt. Alter. Luna. Der Ring, die Kraft der Könige. Die Königsgarde wurde sicherlich aufgelöst. Ja, sonst würde Kor niemals Insomnia verlassen. Ich frage mich, wie es in Insomnia wohl zugeht. Sicher erfahren wir es bald übers Radio. Ja, sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Als erstes geht's nach Hammerhead. Dann sehen wir weiter. Und auch wieder viel rumfahren. Meine Schwester hat sich gemeldet. Sie ist mit anderen auf der Flucht nach Lestalum. Zum Glück geht's Iris gut. Ja. Glück hatte aber nicht jeder, wie es scheint. Wir sollten uns beeilen. Noct wird nicht ewig tot bleiben. Zurück geht's nicht mehr. Aber vorwärts schon. Kein Zurück. Los. Und wir sind wieder zurück in Hammerhead. Hey. Schön, euch zu sehen. Kein gutes Wetter für eine Spritztour, was? Fürwahr. Wo ist Kor? Er ist die Lage sondieren. Aber Großvater möchte mit euch reden. Gut. Er saß wie auf heißen Kohlen, weil er sich solche Sorgen um euch gemacht hat. Und wie das weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Final Fantasy XV.